Okay, weiter geht's. Hey Roxas. Was geht? Morgen, Shia. Bereit für den neuen Tag? Klar doch. Shia und Roxas, heute müsst ihr auf getrennte Missionen gehen. Denn. Was? Wieso? Es sind zwei große Herzlose in zwei unterschiedlichen Welten aufgetaucht. Roxas, du nimmst das Schloss des Biestes. Shion, du gehst nach Agrabah. Aber ich kann schon gut. Ui, du schickst Roxas zum Schloss des Biestes? Ich weiß ja nicht. Jetzt kommt Axel zu Hilfe. Ich war gestern dort, weißt du noch? Ich habe den Herzlosen gesehen, den du meinst. Du kannst Roxas nicht gegen das Ding kämpfen lassen, nicht alleine. Wenn ich sie beide schicke, wer kümmert sich dann um den herzlosen Agrippa? Ich? Was bringt ihnen das, wenn du kein Herzen sammeln kannst, Axel? Du? Klar, ich bin schon groß. Aber du kannst kein Herzen sammeln, sage ich ja. Und ich pass auf, dass der Herzlose keinen Ärger macht und sie kümmern sich später um ihn. Ist das okay, Sykes? Okay, aber heute ist euer letzter Tag. Ab morgen geht ihr allein auf Mission. Okay. Manchmal ist er auch mal nett und sozial. Aber er hat seine Phasen, das ist klar. Ich weiß ja nicht. Was weißt du nicht? Mogri, bitte, komm, lass mal andere Dinger hier. Okay, ich lasse es einfach. Der kommt irgendwie nichts mit neuen Sachen an. Und Saldin, was hast du zu sagen, du Alter? Ich mag den Keller auch nicht. Ich bin bei meiner letzten Mission an jede Menge Luftdeck gekommen. Bring mir einen Mondstein und wir können tauschen. Ja. Danke. Luftdeck schadet dir nie. So weit, so gut. Eins nach dem anderen. Oder? Berichte. Ich war heute mit Shion und Agrabah. Wir sind ein richtig gutes Team geworden. Danach haben wir uns mit Axel über uns und die anderen niemanden unterhalten. Die in Organisationen sind stark genug, ihr Gedächtnis zu behalten. Aber Shion und ich können uns nicht an unsere Vergangenheit erinnern. Wie war ich früher? Das ist was Besonderes bei denen. Wenn ihr das wissen wollt oder wenn ihr Aufklärung braucht, ich kläre euch auf, wenn ihr es wollt. Wenn ich euch zu spoilern soll. Besiege den Wachhund. Schloss des Biestes ist ein Wachhund aufgetaucht. Finde und besiege ihn mit Shion. Zusatztasche 4. Also damit kann man mehr tragen im Rucksack, glaube ich. Und was jetzt? Glaub ja nicht, dass ich das geglaubt habe. Was geglaubt? Diesen unmoralischen Auftritt. Aha, okay, ich gehe mal besser nach Agrabah. Die waren früher Freunde, also das kann man schon sagen. Sykes und Axel waren mal früher beste Freunde. In Raiden Garden. Aber da wohnen sie niemand und da sind die ein bisschen gegeneinander so... feindlich geworden. Also Axel glaube ich nicht, aber Sykes schon. Alles klar? Ich weiß nicht, was ich ab morgen tun soll. Arbeiten, was sonst? Es hat keinen Zweck. Ach ja, jetzt kommt diese Schwachsinnsidee von Roxas. Was ist mit meinem Schlüsselschwert? Kannst du mal das kontrollieren? Jetzt kommt diese Schwachsinnsidee von ihm. Ich hasse das. Ach, wieso habe ich mich daran nicht früher erinnert? Ich glaube schon. Dann nimm es. Aber Roxas, vielleicht hilft es dir, dich zu erinnern, wie du deins beschwörst. Und was nimmst du dann? Seht euch mal an, was er sich gleich nimmt. Einen dicken, fetten Stock. Ich werde improvisieren. Man sieht es. Roxas, das ist ein Stock. Hey, du hast es auch ohne das Schlüsselschwert geschafft.
Denkst du, ich schaff's nicht? Ja, ich denke das. Nimm schon. Ist schon okay. Okay, wenn du sicher bist, danke, Roxas. So ein Vollidiot, der muss mit einem ein riesiger Herzloser. Habe ich gerade mit meinem Stock so viel Schaden verpasst? Ich will wissen, ob ich irgendeinen Schaden bei ihm mache. Ich mache irgendwie Schaden bei ihm mit einem Stock auch noch. Das ist so ein verdickter Boss. Das wird ein Spaß, gegen den Boss zu kämpfen mit einem Stock. Ich mag das jetzt schon nicht. Wieso muss der auch mit einem Stock kämpfen? Und da unten seht ihr den Boss. Der sieht aus wie der hier, aber nur ein Lila. Es wäre viel sinnvoller, dass er diesen Stock angezündet hätte im Feuer. Das hätte mehr Schaden gebracht. Aber nein, ich benutze einfach meinen Stock. Was hast du und deine Ideen? Du und deine Ideen. Okay. Kann da hoch, das führt uns eigentlich nur zu einer Stelle wieder. Aber ich will erstmal alles sammeln. Ach, den kann ich eigentlich vergessen. Du ekliger, verfickter Boss. Herzlöser meine ich. Okay, dann müssen wir noch hoch. Wieso triffst du nicht? Egal, komm, lass Schwieren kämpfen. Ich beobachte sie. Ich kämpfe viel besser als ich. Du ekliges, verficktes Teil, wolltest mich angreifen oder was? So. Man hört es auch richtig, dass ich mit deinem Stock kämpfe. Ist gerade mein Stock kaputt gegangen? Das sah gerade so aus. Nee, um dich kümmere ich nicht. Mega Schottenlurch, du kannst nichts. Du kannst nicht und wirst auch nie was können. Und wo war der Riesenbastardhund? Okay. Wieso seid ihr euch. Okay, wenigstens ist das nur so ganz simple. Die Mission schaffe ich noch. Aber ich hoffe, dass ich in 20 Minuten das noch schaffe. Das ist so kacke mit einem Holzstock hier zu kämpfen. Komm. Das sieht so langweilig aus. So, weg mit dem. Da ist die Truhe. Manchmal sind die auch richtig gut versteckt. Okay. Ach, euch vergesse ich einfach mal. Ein neuer Diener. Wegen dieser schrecklichen Kreaturen konnte der Herr Bell in letzter Zeit nicht sehen. Es muss einen Weg geben, die beiden zusammenzubringen. Die Uhr. Die hat Bell erwähnt. Erinnerst du dich an das letzte Mal? Da hat der Kerzenständer über dasselbe gesprochen. Die Diener wollen unbedingt, dass sich Bell und ihr Herr gut verstehen. Findest du das seltsam? Ja, eigentlich schon. Nur, dass sie es dabei so eilig zu haben scheinen. Stimmt. Tja, konzentrieren wir uns auf unser Ziel. Ja. Wir müssen hier vorbeikommen, ohne gesehen zu werden. Okay. Ich wollte das Abzeichen. Oh. Wie seltsam, ich hätte schwören können. Ach, dieses Schloss treibt mich noch in den Wahnsinn. Ich will das Abzeichen haben. Ja, geht. Ah, es kommt hierher. Geschafft.
keine Truhe vergessen und sie kann einfach durch... Oh, sie kann Teleportation. Wieso kann ich keine Teleportation? Das hätte mir einige Sachen erspart. Da wartet der Boss auf uns. Da kann er noch nicht. Und der ist weg. Jetzt schon keinen Bock mehr. Oh, zwei Feldwebel auch noch. Warte, kann ich einen Limitbrecher mit dem Stock eigentlich? Und wie soll er aussehen? Leck mich doch. Limitbrecher mit Stock. Der macht einen Limitbrecher mit einem Stock. Der Stock leuchtet auch noch. Du heilige Scheiße, das klappt wirklich. Und sie kann auch einen Limitbrecher. Ich hab Limitbrecher gemacht. Heilt mich so auch. Okay. Danke, Shia. Die drei Schatztruhen sind noch da. Mit Brüche mit Stock und 111. Jetzt kommt der Boss. Tut mir leid, Roxas, dass ich dein Schlüsselschwert habe. Macht es für dich schwerer. Ja, da hast du recht. Schon gut, mach dir um mich keine Sorgen. Doch, solltest du lieber. Was ist mit dir? Hat es deinem Gedächtnis auf die Sprünge geholfen? Nein. Bisher nicht, tut mir leid. Braucht es nicht. Es fällt dir bestimmt bald wieder ein. Versuch nicht, es zu erzwingen. Ja, danke, Roxas. Sieh mal, da drüben. Das ist unser Herzloser. Bist du bereit, Chion? Jederzeit. Aber ich nicht. Ich muss mit einem Stock hier rumkämpfen. Ja, wer nicht ist das denn? Ja, das passiert, wenn ich mit einem Stock hier rumkämpfe. Ja, ist klar. Ich will erstmal alle tun. Ich stehe auch keine Ruhe da weiterkämpfen. Diese Volksde. Okay, da habe ich alles. Es hilft. So, damit. Was war der Boss? Magie geht das viel, viel besser. Danke, Roxas. Du kannst es wieder haben. Danke, endlich. Hat es geholfen? Weißt du wieder, wie es geht? Keine Ahnung. Lass es mich noch einmal versuchen. Und... Schwuppdiwupp. Jetzt hast du es wieder. Du hast es geschafft. Das glaube ich nicht. Roxas, jetzt hat es geklappt. Vielen, vielen Dank. Ich kann es gar nicht erwarten, Axels Gesicht zu sehen, wenn wir ihm das erzählen. Komm. Okay. Deswegen habe ich die ganzen Truhen geholt, weil das hier passiert. Wow. Die kriegen wieder im Werk. Axel. Was geht? Hey, hey, was grinst du so? Wie war deine Mission?
Oh, lustig. Können die Herzlose nicht mal stillhalten? Ich bin bei der Verfolgung hingefallen. Schön. Hast du Sykes nicht gesagt, du wärst schon groß? Sehr witzig. Wie lief's bei dir? Tada! Sie hat ein Schlüsselschwert. Ich widme diese Schlüsselschwertbeschwörung meinen Freunden, auch Roxas und Axel. Pah, mir? Ich hab doch gar nichts gesagt. Doch, hast du. Hättest du nicht für uns eingesetzt, hätten wir uns trennen müssen. Und dann hätte sich hier nie daran erinnert. Das heißt, das weißt du nicht, Roxas, das weißt du nicht. Wie man das Schlüsselschwert benutzt. Danke, Rox. Axel. Wie wär's mit deinem Mais? Was? Diesmal zahlst du, dann sind wir quitt. Wartet hier, ich bin gleich wieder da. Warte, wo ist der Eisverkäufer? Oh, ich muss voll weit gehen. Das war voll das stumpfe Lachen. Ich hoffe, wir bleiben immer zusammen. Ja. Was ist endlich gefahren? Ich wünschte, diese Tage würden nie zu Ende gehen. Rumhängen, Eis essen, die Sonnenuntergänge. Richtige Sommertage. Nichts ist für die Ewigkeit, Mann. Zumindest für ein paar Niemande. Aber wir haben immer noch uns. Selbst wenn sich die Dinge ändern und wir das nicht mehr tun können. Ja? Solange wir aneinander denken, sind wir nie getrennt. Hast du das gemerkt? Boah, Axel, das hört sich ganz schön albern an. Was? Ich fand das ganz schön tiefgründig. Ich werde es jetzt schon traurig finden, wenn das zu bald kommt. Jetzt extra. Ja. Transfer. Deck speichern, wenn du später brauchst, speichern deine Decks. Ja. Mal Eintrag aus das Tagebuch. D-Mix. Hat man ja lange nichts mehr. Oshion. Okay. Hey Roxy, kannst du mir einen später leihen? Ich hab keine mehr. Ja, komm, hier, aus Respekt her. Danke, nimm das hier, dass wir da sind. Quit. Ja, ja. Runentech. Bist du endlich selbstständig geworden? Ja, bin ich schon lange. Hey Roxy, kannst du an unsere erste Mission mit dem Schatz erinnern? Öffnest du immer noch alle Truhen? Wie ist es immer mit deiner Mission 29? Nämlich nicht und Sykes hat sich daran erkundigt. Wenn du es schaffst, sag ihm Bescheid, okay? Hat er eine Spezialmission für mich? Scheiße, dass ich es schnell weggedrückt habe. Heute geht es wieder auf Einzelmission. Eine Spezialmission habe ich. Was ist die Spezialmission? Welche davon ist die Spezial? Achso, das ist die Spezialmission. Das mache ich mal kurz und schätze mir anhand dieser Glücks ein. Und gut für die Zukunft, ja. Zerbricht die Kugel, die wir im Schloss aufgestellt haben, aufzuhalten. Kann ich die genau. Ach so. Oh, Scheiße, okay. Ja, dieser Gegner. Es hat keinen Sinn, die anzugreifen. Wegen das da. Bitte nicht, ich hab keinen Bock, das alles jetzt normal zu machen. Wo
sind noch Krüge da. Ich habe keinen Bock, das jetzt nochmal zu machen. Scheiße! Ach, da kommen auch noch zwei raus. Ey, ich hab's geschafft, glaube ich. Wenn jetzt nichts passiert. Ich hab's geschafft. Ich bin nicht mal gestorben. Glück gehabt. Das war richtig viel Glück. Tag 98. Verdammt, Mann. Das war verdammt nochmal knapp. Kaufen. Schmieden, gibt es was? Ah, wir können Eis schmieden. Okay. Wir sehen uns das. Nein, erstmal die Berichte lesen. Sonst vergesse ich das noch im nächsten Part. Heute war ich mit Shion im Schloss des Biesters auf Mission. Ich habe versucht, Shion mein Schlüsselschwert zu leihen. Wieso versucht? Du hast es ja. Und sie konnte es auch nutzen. Ich musste also ohne es kämpfen, aber wir haben es geschafft. Danach konnte Shion sich wieder daran erinnern, wie sie ihr Schlüsselschwert beschwört. Am Ende haben wir zusammen Eis gegessen. Oh. Okay. Damit beende ich diesen Part jetzt.